Hallo ihr Lieben, wir sind zurück zur 100 Baby Challenge. Da geht der Hieronymus. Haut er einfach rein. Es war nicht sehr erfolgreich in der letzten Folge, das wissen wir. Und wir machen jetzt einfach einen Strich drunter und überlegen uns, was wir heute am besten tun können, um wieder ein bisschen aufgeheitert zu werden. Ich würde einmal kurz nach oben in unseren Garten gehen. Das heitert uns auch auf. Wenn wir jetzt hier einen Mega-Verkauf machen. 17.000, da haben wir's. Einmal der Mega-Verkauf. Oh, wie schön ist. Oh, da glitzert was. Einmal bitte weiterentwickeln. Wir können dann auch mal überlegen, ob wir, wenn wir es wirklich schaffen sollten, den Florent wieder zu beleben, dass wir ihn ja auch ein bisschen verjüngen müssen. Und das kriegen wir ja auch mit dieser Frucht hin. Ob wir da jetzt mal gucken, dass wir uns da schon ranmachen. Das wird unser Lebensprojekt für die Lea. Neben den Kindern. Aber da müssen alle Kinder mithelfen. Das hilft nichts. So, hier kannst du auch noch mal einen Mega-Verkauf machen. Und hier kannst du mal die Kar Ah, no. Die Karöttchen kannst du mal ernten. So, ich denke, dann hätten wir hier oben schon mal alles. Flugzeug, Origami. Ditte hat sich in der Kunst des Papierflugzeugbastelns geübt und kann es kaum abwarten, ihr eigenes Ultraschallmodell auszuprobieren. Sie ist bereits mit ihrem Arbeitsblatt fertig und die Vertretung sieht nicht hin. Vielleicht ist das genau der richtige Zeitpunkt. Also ich glaube, meine Kinder würden das einfach tun. Die sind ja einfach nicht erzogen. Yay, das Flugzeug von Ditte machte drei halbe Loopings und eine Fassrolle. Bevor es auf dem Pult der Vertretung landet, leider ist die Vertretungslehrerin doch aufmerksamer. Ach, das ist der Patchy. Dieses Geräusch hat mich letztes Mal so verwirrt. Alles klar. Vertretung sind doch aufmerksamer, als sie dachte. Sie hebt das Flugzeug auf und schickt Ditte zum Direktor. Naja, Leistungsverschlechterung, klein Ditte. Ey, du solltest heute mit einer Eins nach Hause kommen. Aber gut, ich bin schuld, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das reicht. Für eine Eins. Eieiei, jetzt habe ich uns das versaut, ne? Mano! Also, wir haben heute schönes Wetter. Ganz bezauberndes Wetter. Und hier draußen ist nichts los. Ich würde doch mal vorschlagen. Lea, wir laden jetzt einfach mal zu einer Party ein. Ich weiß, der Martin hat sich gewünscht, dass wir zu ihm nach Hause gehen, aber wir bringen ihn jetzt einfach her. Wir machen einfach jetzt mal so eine kleine Hausparty. Er kennt es, er war noch gar nicht hier, ne? Machen wir ein Ereignis? Was gibt's denn hier Schönes? Oh, das ist aber richtig heiß, ne? Das ist schon richtig rot heiß. Weiß ich gar nicht, ob man sich draußen aufhalten kann. So, es gibt die Saftparty, Wohltätigkeit, Grusel, Kostümparty, Tanzparty, Hausparty. Ich möchte sagen, ja. Gastgeberin ist die Lea. Gäste. Ich möchte. Holen wir die ganzen Ex. Nee, wir holen unsere Kinder her. Cool, die sind alle daran erkennbar, dass sie zwei Namen haben. Dann auf jeden Fall. Den Martin und seine Familie. Und der, oh nein, dann muss ich die hier ausladen. Und der Hieronymus muss kommen. Okay, sieht doch sehr gut aus. Wir holen einen Mixer, wir stellen einen an. Ich hoffe, ich habe eine Bar. Caterer holen wir auch, stellen wir auch an. Ja. Okay, ach so, wo? Die Lea Blumenresidenz, aber sowas von. Ja, los geht's. Okay, die kleine Maus. Ist müde, die schicke ich mal schnell ins Bett. Und da kommen auch schon die Gäste. Hallöchen, kommt herein. Achso, das ist jetzt erstmal der Toni. Guck mal, wie er sich in Schale geworfen hat. Hör mal. Komm rein, Toni. Achso, die kommen einfach so schon rein, ne? Hallo Kinder, kommt herein. Guckt mal, ich habe ein neues Kind, wenn ihr euch das angucken möchtet, da. Das ist unsere Dorothea. Ich finde, Dorothea ist bisher der schönste Name, oder? Oh, Lea hat sich auch in Schale geworfen. Hör mal. Was macht sie jetzt? Macht einfach ein Nickerchen. Ihre Gäste kommen jetzt, sie macht ein Nickerchen. Aber wo sind denn jetzt alle? Hä? Es sind zwei gekommen? Das ist ein bisschen traurig, oder? Was? Achso, nee, das war der falsche halt. Die sind echt alle nicht gekommen, ne? Mann, oh. So, den Hieronymus laden wir auf jeden Fall ein. Die Nora laden wir ein. Das ist ja schon ein bisschen traurig, muss ich ehrlich zugeben. Ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden, ne? So, der Martin.
Oh nein, sie ist noch ganz traurig. Jetzt kommen die Kinder aus der Schule zurück. Einladen, einladen. Ey, bis sie alle eingeladen hat, ist die Party vorbei, ne? Einladen, Kind schreit. Das wird hier wieder kritisch. Oh, Leute, ich hab da was gesehen. Die Sitte ist einzige Grundschülerin. Yay! Okay, und der Rando schon zweier. Okay. So, die halbe Party ist schon vorbei, bis wir alle eingeladen haben. Aber jetzt sieht's doch hier gut aus. Guckt mal an. Hallöchen, guten Tag. Kommt alle rein, freut euch. Wir müssen es jetzt probieren. Die anderen können gerne Party machen, aber wir haben eine Mission. Wir müssen wieder Kinder kriegen, weil der Rando zieht bestimmt die Woche noch aus. Das kriegen wir doch bestimmt bis Freitag hin, dass der auszieht. Wir brauchen Nachwuchs, Leute. Sonst haben wir hier bald gar keine Kinder mehr. Backt ihr fest? Ja, ne? Nee, okay, alles klar. Ihr probiert's jetzt auf in die nächste Runde. Der Martin ist gar nicht gekommen, ne? Oder hängt der irgendwo hier draußen? Hier draußen hängt gar keiner. Oh, Malu. Ich hab doch, guck mal hier. Da. Der Max Krummel liegt hier einfach rum. Der Martin wollte nicht kommen? So. Neuer Versuch, neues Glück. Also ich weiß auch nicht, aber ich finde, unsere Partys sind irgendwie immer lahm, oder? Oh, Lea ist fertig, halt. So, Lea. Nächster Versuch. Und? Sieht nicht so aus. Mann, oh. Es kann nicht wahr sein. Wir machen jetzt noch einen Versuch. Nein, sie ist zu traurig. Och, Mann. Ich bin traurig. Es kann nicht wahr sein. Jetzt ist sie wieder glücklich. Halt, stopp. Aber sofort. Sofort ran da. Okay, der Außenbereich wird null genutzt. Ich bin traurig und enttäuscht. Nein, er muss gehen, Lea. Lea, schmeiß dich ran. Gib dein Bestes. Tu, was du zu tun hast. Können wir ihn nochmal überreden? Was ist da gerade passiert? Man weiß es nicht. Okay, noch einmal. Noch einmal. Die Gäste hauen alle ab. Wir haben uns gar nicht mit dem beschäftigt. Wir haben jetzt aber richtig viel Essen hier. Also das können wir öfter machen, ne? Kinder, könnt ihr das mal bitte weglegen? Weglegen. Oh, wir können jetzt die nächsten Tage lang nur futtern, ne? Okay, Lea. Habt ihr nicht? Oh, Lea. Nein. Warum? Jetzt ist sie wieder zu traurig. Ich krieg die Krise. Warum? Oh nein. Die ist richtig traurig, ne? Okay, sie schläft jetzt. Es tut mir echt leid für sie. Jetzt habe ich mich gar nicht mehr um unsere Kinder gekümmert. Ja, diese Mission ist echt... Es funktioniert nicht, ne? Kind, hast du deine Hausaufgaben... Oh, scheiße. Hausaufgaben. Du musst auf Klöchen, dann geh. Müde bist du auch ein bisschen. Aber du musst doch deine Hausaufgaben machen. Das ist das Mindeste. Ach nee, sie kann ja noch schnell altern. Ach, du Schreck. Jetzt können wir nicht mal einen Kuchen bereit machen. Oh Mann. Oh Mann, egal, das machen wir. Sie darf einfach noch mal Kind sein, ne? Lassen wir sie doch ein bisschen Kind sein. Lea, geht's dir besser? Ist er noch da? Er ist weg, ne? Nee, er ist noch da. Ich würde es nochmal versuchen wollen. So. Und? Okay. Er hat die Hausaufgaben fertig. Und die Nora kommt nochmal. Ist das süß, ne? Ich mag die so. Auf Klo macht er ein Selfie. Ich fasse es nicht. Ist das eklig oder ist das eklig? Wer macht denn sowas? So, und dann tust du mal ein bisschen Reden üben. Vielleicht kriegt das ja noch hin. Okay, Lea hat jetzt inzwischen auch Hunger. Sie macht jetzt nochmal einen Schwangerschaftstest. Lea, es tut mir so leid. Nee, ne? Scheiße. Och. Och, guck mal. Nimm dir hier meinen schönen Caprese-Salat. Isst den mal, dann gehst du duschen. Dann fütterst du mal deine Kuhpflanze. Es wird nicht besser, ne?
Es wird einfach nicht besser. Oh Gott, ja. Nein. Oh nein, guckt sie euch an. Ach, wie süß, da kommt ihn. Oh nein, jetzt muss ich mit ihr reden. Oh. Hallo, Lucha. Mir geht's nicht gut? Jetzt räumt die Nora hier auch noch. Ich liebe die Sonne. Okay, ich glaube, die quatschen jetzt mal ein bisschen. Vielleicht kann die Nora sie ein bisschen aufmuntern. Ihr führt mal eine tiefgründige Unterhaltung. Ah, okay, er macht jetzt hier noch seine Fähigkeit fertig. Oh nein, das Kind schreit. Leute. Geh doch mal bitte die Windeln wechseln. Und mit Flasche füttern und reden. So. Jetzt kümmer dich mal. Mach dich nützlich. Das erste Mal, dass du mit unserem Kind hier interagieren musst. Streng dich mal an. Sehr schön. Machst du super. Ach nö. Okay, Lea geht jetzt schlafen. Das darf sie. Ich lass sie mal machen. Ihn schicke ich jetzt auch mal schlafen, wenn er mit dem Kind fertig ist. Oh oh. Unsere Bertha hat Hunger. Dann gebe ich ihr mal ganz schnell. Aber ganz, ganz schnell. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ach so, unsere Dorothea wird jetzt auch. Okay. Okay, unsere nächste Mission. Geburtstage. Die will dir gleich den Kuchen. Nö, nö, nö. Du kriegst schön Gemüse in die Kusche. So, ganz genau. So, okay. Wann wirst du erwachsen? Dort. Okay, ich glaube, unsere Dorothea wird jetzt von alleine groß. Ich werde mal die Lea nochmal. Okay. Weil ich glaube, den haben wir jetzt verpasst. Das wäre schon gestern gewesen. Ich gucke hier nochmal rein. Ja, die schenken jetzt alle schon was. Eieiei. Sie kann jetzt hier auch gar keine Interaktion mehr durchführen. Das passiert jetzt, glaube ich, einfach. Okay, wir sind trotzdem dabei. Wir sind da. Oh, plups. Was? Oh. Nun. Hallo, Dorothea. Guten Tag. Wie geht's dir? Oh, unabhängig. Die mag ich ja gleich. Mensch. Ja. Hallöchen. Geht's dir? So, freundet euch doch gleich mal an. Nö, die geht jetzt spielen. Ne, unabhängig. Süß. Süß, süß, süß. Ach, die gehen jetzt zusammen spielen? Oh, geht sie mit? Oh, zuschauen. Oh, wie süß. Ich will auch zuschauen. Revobi! Okay, das war's anscheinend schon. Kannst alleine spielen. Wir haben dich kurz kennengelernt. Alles gut. So, ich gebe dir aber auch mal ein bisschen Gemüse. Wir haben ja hier gerade was. Oh, die können wir noch verkaufen. Die können wir noch verkaufen. Die kriegst du. Ein paar Paprikas. Ein paar Karottchen. Oh, wir haben Bohnen. Nee, grüne Erbsen sind es. Oh nein, die Ditte denkt sich, Mann, ich will schlafen. Lasst mich in Ruhe. Lea, wir müssen deinen Kuchen backen. Einmal bitte schön kochen. Machen wir mal einen Hamburger Kuchen. Ganz genau. Okay, jetzt haben wir zwei kleine Scheißer hier rumlaufen. Die Ditte ist verängstigt, ist aber nicht schlimm. Komm doch schon mal in die Küche und nimm dir mal ein Salätchen. Er kann ruhig ein bisschen Computer spielen. Ist okay, wir haben 2 Uhr Nacht. Unser Rhythmus ist jetzt hier ein bisschen durcheinander. Aber ist nicht schlimm. Der Rando hat seine Hausaufgaben immer noch nicht erledigt. Ich verstehe es aber nicht, weil er nur noch Zusatzaufgaben machen kann. Dann gibt sie mich die Kuchen. Und dann können wir uns am Ende der Folge noch den Vater von der Ditte angucken. Oh, Ditte ist traurig. Warum?
Ach so, sie ist ein düsterer Mensch. Okay, halt, stopp. Einmal Geburtstagskerzen hinzufügen. Wir gucken noch mal rein. Ditte ist also Grundschülerin. Und dann geht's los. Einmal bitte Kerzen auspusten. Und dann muss sie gleich Hausaufgaben machen, ne? Das tut mir ja ein bisschen leid. Sie hat einfach die ganze Party aufgeräumt. Nee. So nach dem Motto, ey, wenn du hier nicht aufräumst, dann kannst du auch keinen Geburtstag feiern. Gibt's keinen Geburtstagskuchen. Es sind einfach alle traurig, ne? Es sind einfach alle traurig. Nee. Was ist das hier geworden, ey? Wir sind jetzt in die Riesenvilla gezogen nach Sulani. Was macht sie denn jetzt? Komm, lass die ganze Scheiße bitte stehen. Wo stellt sie die jetzt hin? Auf die Badewanne. Nee. Okay, jetzt geht's los. Und? Was wirst du, wenn du groß bist? Okay, wir sehen noch nicht viel. Ordentlich und düster. Was können wir daraus machen? Aber ein hübsches Kleidchen hat sie an, komische Schuhe. Aber das Gesicht sehen wir noch nicht. Okay, düster und ordentlich. Wollen wir das hier nehmen? Selbstpflegespezialistin, dieser Sim möchte mit Wellness angeboten. Aber das passt nicht. Düster, kriegen wir hier irgendwie... Vampir hatten wir bisher noch gar nicht, ne? Vertrauensvolle Nachbarin. Ich glaube nicht. Gehen wir mal hier. Gemeine Herzensbrecherin, Staatsfeindin oder Meisterin des Unfugs. Weil sie ist ja düster. Da müssten wir vielleicht... gemeine Herzensbrecherin. Dieser Sim möchte das Liebesleben aller Sims zerstören, einschließlich seines eigenen. Das hört sich doch sehr gut an. Oder Staatsfeinde. Dieser Sim möchte sich Feinde machen und ein berühmter Verbrecher werden. Zu düster passt doch eher hier die Staatsfeindin. Das finde ich sehr gut. Oh, hallo. Och, Hallöchen. Aber auch traurig. Aber sie hat was, ne? Aber da erahnt man auch schon, wie der Vater aussehen muss. Da ist auch nicht alles so ganz proportional. Kannst du das mal aufräumen? Wer ist denn der Vater? Der Noah Eisenhardt. Oh Gott, den wollte ich doch jetzt... Oh. Oh, ich muss kurz was nachgucken. Den Hieronymus hatten wir. Oh nein! Ein Glück. Ich hatte nämlich überlegt, wenn es mit dem Hieronymus nicht funktioniert, dass wir uns den Noah holen. Aber den hatten wir schon mal. Oh, jetzt müssen wir echt aufpassen. Okay, den Noah hatten wir schon. Den werden wir jetzt enttarnen. Da gucken wir uns jetzt an, wie der aussieht. Ruf doch mal den Vater an. Kennt sie den überhaupt? Ja. Ich habe nichts gesagt. Lad ihn doch mal ein. Okay, Lea sieht jetzt ganz gut aus. Das heißt, sie geht jetzt einmal duschen. Und laden wir jetzt echt noch mal den Hieronymus ein? Das wird ja nie was mit dem. Vielleicht müssen wir ja woanders hingehen. Zum Wasserfall? Sie ist hier wieder nur am Aufräumen, ne? Da steht auch noch irgendein Sprudelgetränk. Aber sie hat was, ne? Sie sieht, also... Ja, nur das Gesicht ist halt ein bisschen unförmig, ne? So, Lea ist jetzt fertig. Dann machen wir ganz schnell mal Geburtstagskerzen hinzufügen. Dann müssen wir unsere Kuhpflanze füttern. Die wird doch nicht lange überleben. Was sagt ihr? Wie viele Tage hält die Kuhpflanze durch? So, und rein in den Kühlschrank. Okay, wo räumt denn die Ditte jetzt überall auf? Die rennt doch hier immer noch. Das ist eine Lebensaufgabe hier. Hör mal auf. Komm. Hör mal auf. Hol mal deinen Vater ran. Noah wird gleich da sein. Sehr schön. Dann müssen wir nämlich einmal die Beziehung beenden. Hier, bitten nur Freunde zu sein. Okay, mach das mal gleich. So, war schön mit dir. Deine Tochter ist jetzt groß. Wir gucken noch einmal. Ich muss mich noch einmal vergewissern, dass wir richtig liegen. So, Noah Eisenhardt, Vater, Praktikant im Ingenieurwesen. Noah Eisenhardt. Okay, dann gehen wir jetzt ab in den Cars.
So, Noah zeigt sich. Oh, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Hallo? Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Also ich bin froh, dass sie die Nase nicht geerbt hat. Aber warum? Die Augen hat sie auf jeden Fall bekommen. Das finde ich sehr schön. Die Augenbrauen hat sie auch bekommen. Ich weiß doch nicht, was ich davon halten soll. Ich weiß es nicht. Was ziehen wir ihm denn an? So, am besten gefällt mir dieses Outfit. Ich möchte ja sagen. Es ist einfach bezaubernd, oder? Was sagt ihr? Okay, das heißt, wir haben nur noch Gertin Vogelmann und Alejandro. Dann haben wir quasi aus dieser Familie schon alle enttarnt. Das finde ich ja cool. So, wir sind zurück. Und zwar möchte ich jetzt noch ein letztes Mal den Versuch starten. So, Hieronymus. Wir... Oh, nee. Halt, stopp. Zwei Männer. Habe ich zu ihm nicht gesagt, bitten nur Freunde zu sein? Lea, hast du es nicht durchgezogen? Hast du dich nicht getraut? So, kriegen wir es hin? Sehr schön. So, Hieronymus, wir müssen jetzt bitte einmal. Lea, wir haben eine Aufgabe. Los, los, los. Ey, was macht ihr denn jetzt hier drin? Nein! Oh mein Gott, raus mit euch. Raus mit euch. Ditte, was tust du? Raus mit dir. Was tut ihr bei der Mutter im Zimmer? Was soll das? Einmal bitte ein Schwangerschaftstest. Herzlichen Glückwunsch, Postboten. Da ist Nachwuchs unterwegs. Ich hätte auch gern wieder Nachwuchs. Lea, sag was. Nein! Mist. Können wir hier irgendwas bei dieser Mod machen? Ich gucke jetzt mal. Ah, okay. Wir können ihn jetzt fragen, ob er mal aufhören könnte zu verhüten. Ehrlich. Okay, Lea, das ist jetzt wichtig. Und wie reagiert er? Steht hier was? Oh, okay. Es scheint funktioniert zu haben. Er ist damit einverstanden. Dann versuchen... Oh, das hätten wir die ganze Zeit machen können, oder was? Mann, no. Okay, jetzt geht's. Jetzt wird's. Also... Die Dorothea geht jetzt schlafen und die Bertha hat Hunger. Die Bertha kriegt jetzt ein bisschen Gemüse in die Kuschel gestopft. So, da ist unsere Haushaltskraft. Ich hoffe, sie räumt jetzt hier mal den Berg Geschirr auf. Lea, wir haben eine Mission. Los! Ach, Lea, komm, mach hier dich. Ach. Oh nein, Hieronymus und Lea sind soeben gute Freunde geworden. Oh. Das ist ja schon wieder süß, ne? So, jetzt drücken wir ganz fest die Daumen, dass es jetzt funktioniert hat. Und wenn da jetzt keine Drillinge drin sind, ne? Denn... Okay, und hier steht jetzt auch keine Nachricht. Das heißt, es wurde wirklich keine Verhütung benutzt. Das heißt... Ja, komm, wir spurbar, stell vor. Okay, jetzt geht's los. Und? Ich gehe in Position. So. Lea, kommst du? Da ist sie. Ja! Endlich! Oh. Meine Güte. Wir sind schwanger! Juhu! Okay, wir müssen uns die Uhrzeit merken. 12 Uhr. Also 11 Uhr, aber 12 Uhr merken wir uns mal. So, sie erzählt sie ihm jetzt gleich und er denkt sich... Aber die scheinen sich echt zu mögen, ne? Guck mal hier, wir gucken mal in dieses Buch rein. Tiefe Verbundenheit. Größere Nähe durch glückliche Erinnerungen. Verknallt, tiefe Verbundenheit. Hör mal. Also, wenn der Hieronymus auch so aussieht wie die anderen. Denn wird's kritisch. Ich muss gehen, tschüss.
Können wir vorher noch bitten, nur Freunde zu sein? Dann hätten wir das gleich erledigt. Wir haben es geschafft. Endlich. So, Lea, meinen herzlichsten Glückwunsch zur erneuten Schwangerschaft. Ich habe ein bisschen was eingestellt. Das heißt, es dürfte passieren, dass da mehr als ein Kind jetzt in dir schlummert. Ich hoffe, dich freut es. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Okay, auf wen gehen wir denn jetzt mal? Wir gucken uns hier die Ditte an, wie sie Hausaufgaben macht. So, und dann beenden wir den Part auch an dieser Stelle. Ich freue mich wie immer, dass ihr mit dabei wart. Ich bin gespannt, was für Kinder da jetzt rauskommen, wie viele Kinder da jetzt rauskommen, wie viele neue wunderschöne Namen wir finden. Und ja, dann wünsche ich euch wie immer einen ganz zauberhaften Tag. Bis dann. Tschüssi.